hätte ich mir nicht träumen lassen, als ich 2006 ein Projekt zum Thema der, das noch nicht offene Bildungsressourcen hieß, sondern damals irgendwie ganz anders, Open Content in Education, dass ich 15 Jahre später grob über OER-Strategien sprechen darf. Und ich bin total froh, dass ich das nicht alleine hier machen darf, sondern dass so viele da sind und sich diesem sperrigen Begriff, dem völlig zweifelhaften Idee einer Strategie, sich hier heute Abend gemeinsam zu widmen. Ich hoffe trotzdem, dass es auch Spaß macht. Aber warum sitzen wir eigentlich hier? Wir sitzen ja nicht nur da, weil wir heute über Strategien sprechen wollen, sondern ich glaube, wir sitzen hier auch, weil wir was zu feiern haben. Deutschland hat eine OER-Strategie. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben, mitgewartet haben, dass das gute Ding endlich in die Pötte kommt. Und der Auftrag an mich heute ist, darüber zu sprechen, was passiert jetzt so eigentlich dann als nächstes, was könnte passieren. Und ich habe mir vorgenommen, über Erfahrungen aus anderen Ländern zu sprechen. Ich bin auch ganz dankbar, dass die Javiera Adinas mitmachen wird mit mir heute. Sie ist ausgewiesene Expertin im internationalen Kontext zu Open Education Policies und ich darf sie später auch nochmal anrufen und auch integrieren in die Keynote. Ich bin ja mit verschiedenen Rollen im OER-Bereich aktiv. Joran hat jetzt sehr viele praktische Aspekte vielleicht auch betont. So OER-Deckel, OER-Canvasse sind auch unter meiner Mitwirkung entstanden. Ich bin aber auch Wissenschaftlerin und viele Zitate auf Foliensätzen schauen ziemlich ekelhaft aus. Und wer jetzt quasi weiterlesen möchte, was ich hier vielleicht nur mit einzelnen Bildern weiter antriggere oder sage, ist herzlich eingeladen, das hier mit dem QR-Code zu machen oder auch auf meinen Weblog zu gehen, also Sandra schön zu googeln, zu schauen. Der oberste Eintrag ist quasi alles, was Sie jetzt hören. Bitte nicht zu weit nach unten scrollen, sonst wird es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Aber da ist alles zum Weiterlesen, damit Sie dann auch wissen, wo Sie nachschauen können oder wo das stehen könnte, was die Frau Schönder gesagt hat. Ja, wir sind ja alle ganz gut informiert, aber vielleicht sind ja auch noch einige etwas neuer dabei. Was sind denn so die ganz großen OER-Strategien oder Policies, die man so kennen muss und in dem wir auch in deren Kontext hier uns bewegen, weil wir als Teil der Weltgemeinschaft natürlich auch hier das mittragen, mitmachen, was die UNESCO uns auf den Weg gegeben hat. Und die Pariser Erklärung, deshalb hier der Eiffelturm, die OER Declaration ist quasi die erste, ein Ergebnis der ersten Weltkonferenz zum Thema OER, wo eine Erklärung dazu abgegeben wurde. Eine weitere Veröffentlichung kennen zumindest die Kolleginnen und Kollegen aus dem Kontext der Universitäten und Hochschulen. Die Opening-up-Strategie der Europäischen Kommission hat 2013, also kurz darauf, starken Fokus auf die Öffnung der Hochschulen in ihrer vielfältigen Form und Weise gelegt, beispielsweise auch durch die Massive Open Online Courses und natürlich schon im Titel auch mithilfe der auf die offenen Bildungsressourcen adressiert. Hat in der Folge dazu auch geführt, dass viele Ausschreibungen umgemodelt wurden im europäischen Kontext und OER mittragen. Ja, und natürlich auch ein Grund zum Feiern für alle, die in Ljubljana dabei waren oder da auch in vielen Diskursen und sicherlich auch ein großer Gewinn, dass auch die OER-Recommendation der UNESCO zum einen verabschiedet werden konnte und zum anderen mit einem sehr klaren, sehr starken und fokussierten Auftritt auf offene Lizenzen. Da waren, glaube ich, alle, die da Wert darauf gelegt haben, aus verschiedenen Gründen sehr dankbar, dass hier wieder dieser Weg gegangen werden konnte. Und übrigens auch sehr praktische und pragmatische Empfehlungen, was denn alles als nächstes zu tun sein könnte oder getan werden müsste, um OER wirklich ins Laufen zu bringen. Ich werde da auch ganz zum Schluss noch einige Dinge dazu sagen. Was kann ich natürlich jetzt besonders gut? Ich bin zwar mit meinem Verein auch in Deutschland tätig, aber und bin auch damit, unterstütze auch das Bündnis Freie Bildung. Meine Haupttätigkeit, meine Einnahmequellen, meine Angestellten-Tätigkeiten sind aber in Österreich. Und um einen guten Einblick zu geben, was OER-Policies, glaube ich, oder Policies in dem Bereich bewegen können, habe ich mir einfach vorgenommen, Ihnen heute ein bisschen Einblick zu geben, was in Österreich eigentlich passiert ist, was sich da entwickelt hat, nicht weil es eins zu eins übertragbar ist. Österreich ist ungefähr ein Zehntel von Deutschland, hat ungefähr ein Zehntel der Universitäten,
hat aber doch eine vergleichbare, in Ansätzen zumindest vergleichbare Struktur rund um Hochschulen, auch diesen kostenpflichtig, ist nicht kostenpflichtig, sind kostenfrei, sind öffentliche Universitäten größtenteils. Und vielleicht ist ja was dabei, was anregend sein könnte oder auch Verständnis erweitert, was Policies bewirken können. Und warum mache ich das auch? Mein Eindruck ist auch der, dass Policies ja nicht unbedingt etwas auswirken, sondern oft auch der Effekt von einer Bewegung sind von vielen Personen, die um etwas kämpfen, ob das jetzt die Klimaforschung ist, Adipositas, Gegenbewegungen oder auch in dem Fall OER. Österreich ist natürlich politisch heikel vorzustellen. Ich bin auch total dankbar, dass ich hier über OER-Politik sprechen muss und über sonstige, nicht über sonstige Sachen, aber auch das ist wahrscheinlich ein Effekt der OER-Policy in Österreich, dass wir hier mit sehr starken Wechsel zu tun haben. Zumindest habe ich manchmal darüber nachgedacht, ob das auch ein Anlass ist, warum doch immer wieder Impulse gesetzt werden. Ich schaue mir dabei den Hochschulsektor an. Einfach, das ist mein Arbeitsgebiet, da kenne ich mich gut aus, da kann ich auch alle Fragen, glaube ich, beantworten und fühle mich da auch sehr wohl. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Schulsektor kommen, die sagen vielleicht, Hochschule, nicht schon wieder Hochschule. Bitte einfach daran denken, was in den Hochschulen passiert. Wir bilden Lehrerinnen aus, das kommt irgendwann auch im richtigen Leben an, in den Schulen und sonstigen Stellen. Ich weiß, es wäre viel einfacher und schöner, wenn wir im Schulbereich einen geradlinigen Weg hätten von OER. Aber wir haben auch gelernt in den 15 letzten Jahren, dass da doch viel Widerstand durch bestehende Geschäftsmodelle herrschen, die einfacher in den Griff zu bekommen oder anders angegangen werden im Hochschulsektor, wo OER auch für Schulen entsteht und entstanden ist, aber uns Schulbuchverlage nicht so sehr in die, sag ich mal, in die Quere oder ins Gehege kommen, weil da einfach Lehrende OER produzieren können und möchten, weil ihnen das Thema wichtig ist. Was waren denn so frühe Meilensteine? Also hier in Deutschland würden andere Dinge stehen natürlich. Ich wollte einfach mal so ein paar Dinge darauf hinweisen, wo vielleicht auch gar nicht so bekannt ist, dass es auch was Österreichisches ist. GeoGebra beispielsweise ist 2001 als Diplomarbeit vorgestellt worden, damals von Herrn Hohenwarter, einem jungen Studenten, der die Idee hatte, hier quasi geometrische Applikationen und Lernmöglichkeiten zu unterstützen, ist inzwischen eine der bekanntesten wahrscheinlich OER-Projekte, zumindest unter Mathematiklehrern und Mathematikschülern. Ja, jetzt kann ich auch spicken, was eigentlich damals, wie wir damals OER bei OLCOS genannt haben, das Open E-Learning Content Observatory Service. Wir haben, also im Nachhinein total absurd, mein damaliger Chef Guntram Geser hat eine Roadmap geschrieben zum Thema OER im Jahre 2012. Klingt schon schräg, oder? Wenn man sie liest, es hat sich natürlich einiges getan, aber viele Dinge sind auch die gleichen, vor allem die Betonung, dass Open Educational Practices das Pendant ist, auf dem OER fußt und wo es auch abzielt, ist eine der wichtigsten, glaube ich, Erfahrungen. 2007 hat auch damit die erste internationale Konferenz zum Thema OER in Österreich stattgefunden. Das war das Projektergebnis von OLCOS und ich freue mich heute riesig, Matthias Kunkel ist da. Er ist ein Zeuge, dass es diese Konferenz wirklich gab, falls es mir jemand nicht glaubt. Oute dich, danke. Genau, es gab sie wirklich. Also genau, weil das sind ja so Sachen, wo nicht OER draufsteht, die fallen ja aus der OER-History dann irgendwie raus. Es gibt auch eine Stuttgarter Erklärung zu Open Content in der Education aus einem ähnlichen Zeitraum, die ist aus den historischen Darstellungen von OER weggefallen und man kann sie auch, ich kann sie auch nicht suchen. Ich weiß es aber, dass es da eine Erklärung damals gab. Also das Internet vergisst nichts, ist nicht so ganz richtig, wenn man die falschen Begriffe verwendet und nicht die gleichen, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Eine der ersten Open Courseware Installationen in Europa ist wahrscheinlich auch in Österreich passiert. 2008 war es nicht, es war ein bisschen früher. 2008 habe ich aber einen Beleg noch finden können. Der Tom Pfeffer hat damals an der Uni Klagenfurt das System installiert. Und 2011, da hat Jörn schon darauf hingewiesen, hatten wir die erste Mal die Idee, wir sollten uns doch alle mal am Riemen reißen. OER scheint was Spannendes zu sein. Lasst uns mal versuchen, mit Professoren und Professoren aus dem Themenfeld eine OER-Ressource zu machen. Und das Ergebnis war vielleicht auch ganz kennzeichnend für jeden Staat im OER-Bereich. Da war keine offene Lizenzierung im heutigen Sinne, sondern erstmal was, wo wir keine Änderung erlaubt haben, weil uns sonst einige Professoren nicht mitgemacht hätten. Natürlich ist die zweite Variante 2013 auf ihre Weise entstanden, auch offen lizenziert.
Was gab es denn danach? Ich mache jetzt einen riesigen Sprung. Also praktisch 8 Jahre später ist völlig überraschend, also zumindest für mich und ich glaube auch für viele Kollegen, in der Digital Roadmap des damals neuen Bundeskanzlers, Bundeskanzler Kern war es, der Begriff OER sehr prominent aufgeschlagen. Das hat dazu geführt, dass es auch etliche Initiativen gab, also OER-Projekte gab es schon vorher, auch im Schulkontext, aber es gab zum Beispiel auch eine Machbarkeitsstudie, der Leonhard Dobusch, den einige aus dem Kreis hier auch kennen, war hier mit meinem Co-Autor. Also wir durften uns wirklich ernsthaft damit beschäftigen, was im Themenfeld OER gerade möglich ist. Und in der Folge gab es auch ein Projekt, das nennt sich Open Education Austria. Es ist praktisch wirklich ein Förderprojekt von Universitäten, die sich ernsthafter und erstmalig damit beschäftigt haben, wie kann ich OER gut erstellen, austauschbar machen, was brauchen wir für eine Repositorieninfrastruktur, welche Art von Metadaten sind gefragt und haben die Idee entwickelt und auch implementiert, einen OER-Hub.at, also ein Referatorium für Ressourcen aus dem österreichischen Hochschulraum zu etablieren. Im gleichen Jahr hat eine Arbeitsgruppe, das Forum Neue Medien in der Lehre Austria, das ist so ähnlich wie die GMW vielleicht hier, vielleicht wäre auch eine parallele gute Organisationsstruktur auch sowas wie das OER-Camp für Hochschulen orientiert, 2 White Paper herausgegeben und veröffentlicht, eins zum Thema OER allgemein. Da ging es vor allem darum, warum ist OER gut für Hochschulen? Und das zweite hat einen sehr ungewöhnlichen Titel, OER-Zertifizierung. Da wurde schon die Idee entwickelt und beschrieben, dass es doch interessant wäre, Hochschulen einen Anreiz zu geben, als Begleitmaßnahme zu forcieren und zu bestärken, welche Maßnahmen wichtig sind und welche hilfreich sind, um OER aktiv zu unterstützen. Mir war es selber gar nicht so bewusst, aber Dominik Ohr hat in einem Vortrag in Österreich, wo er die deutschen Entwicklungen vorgestellt hat, das ist so unser Ping-Pong quasi, darauf hingewiesen, dass es sowas zumindest zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland nicht gibt, eine Strategie zur sozialen Dimension. Da geht es darum, wie kann ich gut alle Personengruppen auch adäquat erreichen, auch innerhalb der Hochschule, wie kann ich sie auch öffnen. Und auch da wurde OER genannt, also wirklich nur genannt. Dieses Lupenzeichen steht da nicht umsonst. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Kapitelüberschrift, aber da wurde OER genannt und damit zum ersten Mal in einem strategischen Paper zur Hochschulbildung in Österreich vermutlich, man weiß ja, ganz sicher kann man sich immer nie sein, genannt. Und natürlich in einem schönen Kontext, auch jetzt zurückblickend hier zur sozialen Dimension. Und irgendwie geht das Ping-Pong dann so weiter. Also hier wurde praktisch wieder eine Strategie des Ministeriums veröffentlicht, wurde quasi jetzt nicht konkret beantwortet, aber eine Arbeitsgruppe zum Thema Open Access, Open Access Woche haben wir auch gerade, hat eine Empfehlung für eine Open Science Strategie gegeben, in der auch OER thematisiert wird. Hat quasi einen Vorschlag gemacht, also das Ministerium hat gefragt, was wäre da zu tun. Es wurde dieser Vorschlag veröffentlicht mit anderen Arbeitsgruppen auch. Ja, und dann haben wir uns natürlich gedacht, so jetzt aus der Forscherbrille, jetzt auch mal Ihnen zu zeigen, hat das jetzt Effekte, solche Dinge, oder können das Effekte, zeigen sich die Effekte, haben wir uns gedacht, in Österreich funktioniert es recht gut, die Leistungsvereinbarungen sind quasi die Verträge, die die Universitäten, die öffentlichen Universitäten mit den Ministerien abschließen, und das sind so Dokumente von 80 bis 120 Seiten, die sind alle online zugänglich. Und das ist so eine gute Basis, lass uns doch mal schauen, ob da OER, Open Educational Resources, Open Education, Ähnliches erwähnt wird. Und ich weiß nicht, was Sie jetzt tippen. Das waren praktisch die Leistungsvereinbarung von 2000, die 2018 ungefähr geschrieben wurden, also als zum ersten Mal OER mit der Lupe betrachtet, quasi auch in einem Strategiepapier aufgetreten ist. Was Sie schätzen, also es gibt 22 öffentliche Universitäten und 12 davon haben OER erwähnt. Und jetzt bitte erwähnt tatsächlich sehr locker sehen. Also erwähnt, da steht wirklich nur irgendwie OER drin. 9 von diesen Universitäten haben aber Maßnahmen, Aktivitäten beschrieben, die tatsächlich eine Aktivität offensichtlich angezeigt haben. Also da wurde eine Maßnahme beschrieben wie eine OER-Machbarkeitsstudie oder es wird eine Arbeitsgruppe etabliert oder Ähnliches. Also bis hin auch zu, wir führen eine OER-Policy ein. Also 9 von 22, also so ungefähr die Hälfte, sage ich mal, haben hier sich eine Leistungsvereinbarung zum Thema OER geäußert oder committed.
Dann gab es ein weiteres wieder praktisch wieder zurück. Also die Universitäten haben gesagt, also haben offensichtlich einige auch signalisiert, OER ist für uns interessant. Also wir haben dann ein gewisses Echo in den Leistungsvereinbarungen, wurde das auch eingebracht als was, was von Interesse ist. Ist der gesamtösterreichische Universitätsentwicklungsplan veröffentlicht. Sowas gibt es in Deutschland meines Wissens nicht. Da ist praktisch einfach die Unabhängigkeit der Universitäten deutlich größer. Hier gibt es quasi strategische Vorgaben, die empfohlen werden für solche Dinge wie Entwicklungspläne, Leistungsvereinbarungen und Co. Und auch da wird Bezug genommen auf OER 2020. Also wir sind jetzt schon recht nah zu heute. Ein neues Projekt wurde initiiert, die zweite Runde von Open Education Austria, Open Education Austria Advanced in dem Fall. Jetzt werden OER-Repositorien umgesetzt, also die vier Universitäten, die hier stehen, haben alle ein OER-Repo und der OER-Hub.at ist am Laufen. Also wir haben ein Referatorium, in dem die Daten aus den OER-Repos zusammenkommen. Ich meine, das, die Situation kennen Sie. Am Anfang haben diese OER-Projekte einfach noch nicht viel zum Herzeigen. Das dauert einfach, bis nach und nach alles kommt. Man kann nicht Dinge, die schon da waren, als OER neu branden. Das Zertifikat hier weist darauf hin, dass auch diese Zertifikatsidee in diesem Projekt umgesetzt wurde, aufgegriffen wurde. Und das Ministerium quasi hier auch als Fördergeber hat auch diesen Wunsch praktisch mitgetragen, dass man hier ausprobieren soll, ob diese Zertifikatsidee einen Impuls setzen könnte. Das schaut so aus, wir entwickeln jetzt seit 2 Jahren quasi, wie kann dieses Ding heißen, wie kann das umgesetzt werden, organisatorisch. FNMA als Träger des Zertifikats ist keine Zertifizierungsagentur. Wir möchten was Cooles, Smartes, Transparentes machen, auch offen zugänglich für andere, wollen einfach nur darauf aufmerksam machen, was ist wichtig, wenn ich mich mit OER beschäftigen möchte in einer Hochschule und quasi auch einen Anreiz setzen, dass es dann auch was dafür gibt und diese Zertifikate oder die einzelnen Kriterien, die anerkannt werden, auch in einem gewissen Rahmen übergeben werden, um den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, dass da was Gutes passiert ist in Richtung OER. Die 3 einzelnen Aspekte, die hier praktisch geprüft werden, sind OER-Strategien, OER-Repositorium oder auch die Anzahl von sogenannten OER-Practitioner, also entsprechend ausgebildeten Personen an der Hochschule, die die Kompetenzen nachweisen können. Ich hatte vorhin auch im Workshop immer wieder das Gefühl, das sind so die Sachen, die dann auch alle bestätigen. Ja, wir brauchen kompetente Leute. Ja, wir brauchen eine Möglichkeit, OER zu veröffentlichen. Und die Strategie ist halt der Platz, wo steht, ja, ihr dürft, also das Personal der Universität, die Angehörigen der Universität dürfen OER machen. Wir, die Hochschulleitung unterstützt es, weil wir da wichtige Gründe dafür haben, meistens im Bereich der digitalen Lehre verortet, auch in der Qualität der Lehre verortet. Und ja, also wir sind da jetzt schon ein ganzes Stück weiter und es ist natürlich schwierig zu sagen, was war jetzt da die, waren jetzt diese Aktivitäten aus diesen Projekten, sind es die OER-Policies, welche und wer hat jetzt eigentlich wirklich diese Wirkung verursacht? Die Wirkung ganz konkret ist beispielsweise, dass wir seit 2020 5 OER-Policies an Hochschulen haben, so die Uni Graz, TU Graz hat angefangen und die Logos erkennen Sie vielleicht wieder, die ersten 3 Logos sind quasi Partner im Projekt, aber Sie sehen auch, dass hier schon 2 weitere Hochschulen sich beteiligt haben, eine Fachhochschule und eine pädagogische Hochschule, die damit nicht unmittelbar verbunden sind. Also es scheint irgendwo etwas insofern auszulösen, dass ich weiß, diese Hochschulen waren auch in der Arbeitsgruppe, sie kennen das Projekt, also sie werden das nicht zum Anlass genommen haben, eine OER-Policy zu veröffentlichen, aber vielleicht hat es doch das eine oder andere verstärkt. Also diese strategische Initiative könnte hier auch sich ausgewirkt haben auf die OER-Policies. Ein zweites Projekt, was glaube ich in Österreich für OER-Produktion maßgeblich ist, auch in der Wirkung, also weil ich da als Mitarbeiterin an der TU Graz auch mitbekomme, was es bedeutet. iMOOCs gibt es seit 2014, eine MOOC-Plattform mit offen lizenzierten oder mit Creative Commons lizenzierten Kursen. Also die CC-Lizenz ist die Voraussetzung, es muss nicht offen lizenziert sein, aber natürlich ist es unser Wunsch. Und in einem Förderprojekt wird es jetzt ausgebaut als nationale Plattform, hat natürlich die Konsequenz, dass alle Hochschulen, die kostenfrei oder mit geringen Kosten eine MOOC anbieten möchten, vor dem Problem stehen, was sind eigentlich Creative Commons Lizenzen, was ist OER, was muss ich da tun? Also wir erleben das als unglaublichen Booster, vielleicht in einem anderen sprachlichen Kontext, Hebel, Katalysator dafür, dass OER konkret entsteht.
jetzt freundlich geframed durch die Maßgabe hier quasi einer strategischen Entscheidung, dass eine CC-Lizenz notwendig ist und das ganze Projekt, glaube ich, auch mit dem Wissen gefördert wird. Ja, wo stehen wir jetzt? Die neu aktuellen Leistungsvereinbarungen haben wir uns natürlich wieder anschauen müssen, sind ja auch wiederum alle online. Wer möchte mal raten, wo stehen wir da? 19 von 22? Ja, es ist noch schöner. 100%, das ist irgendwie, also alle, in allen OER-Vereinbarungen, also in allen Leistungsvereinbarungen wird OER genannt, aber bitte auch hier aufpassen, es wird tatsächlich wieder nur genannt. Also im Regel ist es eine Standardformulierung, die da lautet, man soll sich mit dem Projekt Open Education Austria Advanced auseinandersetzen, in Kontakt bringen und möglichst auch sich mit dem OER Hub auseinandersetzen. Also es wurde quasi eine Formulierung übernommen. Das ist so der Wermutstropfen. Aber wir haben auch rund bei der Hälfte der Universitäten ziemlich coole OER-Projekte. Jetzt aus Perspektive der Wissenschaftlerin ist es natürlich jetzt irgendwie gegessen. Also jetzt Leistungsvereinbarung zum Thema Monitoring, also zum Monitoring von OER-Begrifflichkeiten zu nutzen, ist jetzt irgendwo vorbei. Vielleicht dieser Hinweis, das sind die Policies und Co. wahrscheinlich spannender. Ja, wir haben in Österreich keine OER-Policy, wir haben eine Open Science-Policy. Da habe ich, weil wir vorhin auch schon diskutiert, OER-Policies in Österreich und in Deutschland entstehen in der Regel im Kontext von guter Lehre oder Digitalisierung von Lehre. Eine etwas andere Perspektive ist die von Open Science, also der praktisch Open Educational Resources als Teil von der Open Science-Entwicklung rund um Open Data, Open Access zu verstehen. Und da gibt es einen schönen eigenen Absatz über OER, dass es wichtig ist, dass es gefördert wird und wie man auch sieht hier im Schulterschluss von drei Ministerien, die hier entsprechend arbeiten. Ja, was ist mein Lessons Learned? Also diese ganze Zusammenstellung von Projekten, von Initiativen, von Ping-Pong, den ich nicht klar benennen kann, weil auch mir es nicht ganz klar ist, was ist eigentlich Auslöser, was ist Ergebnis. Viele Dinge laufen parallel. Es sind oft ähnliche Personen, die involviert sind, aber oft auch Personen, die überhaupt damit nichts zu tun haben. Was wäre mein Lessons Learned? Was ist jetzt zu erwarten aus so einer Strategie? Also grundsätzlich und banal, auch im Gespräch mit meinen Kollegen besprochen, ist wirklich jedes strategische Dokument erleichtert etwas. Vor allem da, wenn wir mit Personen sprechen, die OER noch nicht gar nicht kennen. Und davon gibt's jetzt, sag ich mal, also den Begriff OER kennen jetzt sehr viele, wahrscheinlich auch jeder in Anführungsstrichen, aber diejenigen, die mit OER noch nichts konzeptionell verbinden, noch keine praktische Erfahrung haben, noch nicht erlebt haben, dass mehr Austausch notwendig ist, möglich ist, dass Inklusion tatsächlich möglich ist mit Ressourcen, die ich auf verschiedenen Geräten verwenden kann. Für die sind solche strategischen Dokumente einfach hilfreich, damit sie das machen können, was sie eh machen möchten. Und natürlich gibt es aber umgekehrt bessere und schlechtere Policies. Keine Rede, vielleicht jetzt mit Blick auf die Uhr, die ja auch stimmen soll, werde ich vielleicht nur ganz kurz anbringen. Ich finde schon mal ganz gut, wenn eine OER-Policy offen lizenziert ist, weil dann kann man sie auch übernehmen. Leider ist es nicht immer der Fall. Sie lachen. Und weil ich halt jetzt nur Österreich hier vertreten kann, ich könnte auch über die Schweiz noch ein bisschen was sagen, aber wir eine Expertin hier kennen und haben, die sich tatsächlich mit OER-Policies sehr intensiv auseinandersetzt, möchte ich einfach die Möglichkeit nutzen, sie auch hier aufs Plenum zu bringen und auf die Bühne zu bitten, jetzt zumindest virtuell. Ich habe die Javiera Athenas angefragt, ob sie mit mir hier einen Teil der Keynote quasi teilen möchte und wir werden sie auch gleich hinzuholen. Ich möchte sie zu Beginn erstmal vorstellen. Javiera Athenas hat einen PhD, also ist promovierte Pädagogin und ist Senior E-Learning Experte in der University of Suffolk. Also ist dort. Hallo. Sie ist dort verantwortlich für E-Learning Aktivitäten und Ähnliches. Javiera, I will just introduce you and have to tell the people that I have the real expert here. Sie ist auch Principal Researcher bei ILDA. Sie ist Senior Fellow of the British Academy of Higher Education. Sie ist Beraterin von internationalen und auch sonstigen Organisationen, auch Hochschulen, zum Thema der offenen, der Open Educational Policies.
Und unter anderem, und das macht sie besonders spannend für heute, sie war in dieser Rolle nicht irgendwo in Mitteleuropa unterwegs, sondern sie hat es in Europa gemacht, in Lateinamerika und auch im Mittleren Osten. Sie hat also tatsächlich einen globalen Blick auf die verschiedenen Umstände und Konzeptionen von Open Educational Policies. Und aktuell ist sie auch im Team der Open Education Development Beratung und Entwicklung der UNESCO. And Yavira, I'm very happy that you have some time for us here and to share your knowledge and give us some insights into your research. Thanks for being here. Thank you, liebe Kollegen, guten Abend. Apologies, but my German is pretty rusty, and also apologies for the noise because my daughter is just playing around. Sandra, Jeran, thanks for inviting me tonight. And I'm here to answer a series of questions that I think you will start asking. Yes, thank you very much. Your daughter is great because the announcement of my talk is that I have several guests. So we are all fine if you are too. Thanks, Javier. So, of course, this is a little bit prepared and I have to read aloud and I have to see what I have written down. What is the current OE policy infrastructure in terms of governance, Javier? And I will show your slides that you gave to me here as well, but I'm not sure how good it can be read. I guess it's easier in Zoom and it's better in the internet. So wenn Sie jetzt einen Webblock aufmachen, sehen Sie die Folien auch sehr gut. Yeah. Thank you. So, thank you, Sandra. When we think about governance and infrastructure, we think about three key elements. And when I say we, it's mostly the work that Leo Haferman and I have been conducting for the last few years. So when we look at how open education policies are built, how they are created, we need to think about which are the infrastructures that are going to ground them. So we consider there are three key elements. So the first was the supranational and international recommendations and declarations. So every single piece of work that has been published via the UNESCO, the OECD, the ICTE, and many other international organizations that provides us with a ground basis on how to develop and how to deploy open education in different contexts. Then we consider that it's very important to have within the governance infrastructure and the policy infrastructure, the national educational strategic priorities. We cannot try to create a policy. We cannot try to develop a strategy without knowing which are the country national priorities for each context. And it's something that, for example, bringing back of what Cable was saying, policies need to be contextualized. So when we think about the needs of a country, they are not the same and they don't have the same basis of educational culture. So in the case of the United States, for example, textbooks is a driver, but also a catalyzer of open educational policies. While in other countries, it's mostly about democratization of knowledge, transfer of knowledge, transparency in practices in the case of open science. So this is kind of the things that we as policymakers or advocates for policymaking need to think about when we talk about policy infrastructure. But also, it's quite important, and this is quite key when we start thinking about policy, it's about the institutional policy priorities. And it has to be with cohesion and alignment of policies. Because if we have a restrictive IP or copyright policy, it will be very unlikely that we can fly when and actually effectively develop a open education policy. So in the grounds of governance, it needs to be a series of strategies and policies at national, at institutional level that are supported by the big database of international supranational recommendations that will help us to not just create a policy, which is a document that actually could die very easily if it doesn't have an environment that will help them thrive. And when we think about helping policies thrive, we think about helping communities to thrive. So I hope that starts answering your questions. Yes, thank you very much. And where can we find this open education policies together? Well, we can find them. I think now with the sad loss of the OER world map, it's quite difficult to map them around.
But if we do like a bit of research exercise, we can find open education, not OER only, just open education in different contexts and different tones in a wide area of spaces. So we can find them. We did open science, and this is an example of the open science recommendation for from UNESCO, which clearly says that the only way or the best way to develop capacities in open science is through open education resources. We can find open data mandates that have an open education component that are kind of related with the opening the data in science. We have a lot of resources in the open science world that come from the digital humanities. So it's not just kind of classic scientific approaches, but also digital humanities, where, for example, all the collections from OpenGLAM and archives can be found as an open educational practice, so actually help enhancing the practices from the community. So if you give me a second, Irene, bájate, por favor. Sorry, my daughter is climbing something. So I'm a bit scared. Of course, we find an interesting element of open education when we talk about open access, and it's around mostly on developing capacities. How you develop capacities in the open landscape without open education, it's basically quite ineffective. So when you think about training, you think about seminars and workshops and materials for researchers to open up their research, you find a strong component of open education, even though sometimes it's quite tacit, quite implicit. Of course, you find open education policies through the development of open art. It's empty. You finished it. Sorry for that. That's an audio word. Okay, if you give me 5 minutes, I'll be with you. Sorry for that. So we think about open educational practices. We think about mandates that talked about that co-creation of knowledge. But also, sorry, we can find certain elements of open education within citizen science, talking about participation and collaboration and many other grounds. If you can give me a second to go pick up a yogurt sandwich, I'll come back. I'm fine with me. That. Entschuldigung, I'm back. Danke, Yamira. Where I was talking about, so yeah, it's a bit more about, like, you can find also in open government, talking about international commitments. So there are examples from Greece and from Slovakia, in which the governments pledge to open up education on different levels. And also you have elements of OpenGLAM, which is kind of the cultural sector, which actually kind of driving the use of the collection, of the open up of the collections, just not for people to research, but also to teach history of art or artistic elements in different contexts. So yeah, this is basically where you can start supporting open education policy. Thanks, Ivory. I see we all see that it's very complicated to deal with all these different kind of policies and content-wise as well. But could you give us a picture of the landscape? So I know that you can give it. I will show it. Okay. So when Leo and I did the exercise of mapping policies, we wanted to understand how is the landscape? How is the policy landscape? Because policies can have many shapes and forms. Sometimes are not even called policies, are called mandates, are called strategies, and have all sorts of names. So what we found with Leo, basically, is like, when you talk about open education, of course, you have a huge number of policies logged as open education or OER policies at institutional level. You have an interesting number of national policies and national strategies. But then you have, calling back on Caleb's conversation, you have a series of legislation, bills, and decrees that are mostly for North America. You have supranational strategies, which are basically the Ljubljana Action Plan, the Paris Recommendation, the Open Science Recommendation. So it's kind of at massive level, but they're kind of at international level, but they are kind of not many of them. Then you have the Open Government Partnership Commitments. So we could map 5 or 6. Some of them already passed the period. So, but serve as a good example of how can things be made up, how policies can be co-created within the co-creation strand of open government. You can find open education within digital education strategies. So such the case of the policy in Ireland.
you can follow open education policies within open licensing and copyright strategies. In parliamentary discussion, it's quite interesting to see open education being discussed in the context of the European Parliament, for example. And they are quite interesting cases to read. You have open educational repository policies, which were in the time mostly where the hype of repositories was happening. But then you have open education within institutional MOOC policies. You have educational roadmaps. You have national declarations. Yeah, you have them within pedagogical innovation. Or currently, there is quite a lot of development within institutional distance and digital learning policies at an institutional level, so higher education sector. Okay, thanks. And what are the foci of these open education policies? So content-wise? Most of the policies, because of the language that we use in the sector, are about content. So OER have a lot of emphasis on the resources. And because the literature supports quite a lot of that, it is the activism advocacy that Creative Commons has been doing for the last years, and the same thing about UNESCO. Most of the policies have a strong component of resources, so open educational resources. Lots of them talk about access, so how to access the resources and how to share the resources. Some of them also talk about the pedagogy, so about open educational practices beyond the resource. Some of them are quite strategic and talk about how to build a culture of open education. Again, the Irish case is quite interesting. They have a component of capacity building or are a legal framework. So, for example, a framework in the sense of a bill that mandates an entire state to open up the textbooks. You have policies that or strategies that advocate for policymaking. So this is the case of the OER recommendations from the UNESCO 2019. And also you have some that have some kind of elements of recognition of production of OER, quality enhancement, collaboration, research, infrastructure, and awareness raised as well as funds. Okay. Thanks, Sylvia. My last question for today is, you know that we all discuss these days the OER policy in Germany. And so we are wondering, of course, what are the key elements of an OER OE policy? What would you say from your perspective as an analyzer of several OE policies worldwide? This is, again, the work that I have done with Leo, who's a great partner in crime for these things. And when we think about the holistic view of an open education policy, we think about six key elements. We think about capacity building. We think about learning accreditation. So whatever you learn through open education should get a level of recognition. Access and inclusivity. We cannot think about open education without an element of enforcer. We cannot think about open education without a strong component of right to access and culture, learning, fostering a culture of knowledge, promoting and understanding across cultures and democratic values for transparency and public participation. Also, we think about that it's quite important considering the data landscape of our environment, of our society, and that application of society. OER policies should not neglect the significance of open and digital practices. Therefore, they need to have a layer of data governance. So we need to know who and how will be used the data of the teachers and the students in the context of platforms for delivering OERs or MOOCs or open textbooks. We need to be very careful about protecting the privacy of our learners and of our educators. But also we think that finally open education policies should instill and promote models to reward and recognize open education, instilling a culture of openness in institutions and also at a national level. Openness doesn't only mean sharing, also means transparency. It means helping others to enhance their own practices. So I think these key elements could help generate a good ecosystem or a good set of principles to deliver or in developing policies that actually can protect the learners while enhancing the learning journey and also promoting openness as a culture of good practice. Wunderbar. Also ich freue mich immer, wenn ich nicht die einzige Kollegin bin, bei der die Tochter eine Keynote zerstört hat. Meine war 4 Monate, als sie schreiend unterbrochen hat. Das gehört dazu. Ja, warum hat jetzt Javira auch so ein bisschen, vielleicht auch Sie, vielleicht so fragenden Blick
Wir haben doch eigentlich die Frage gehabt, was passiert ist nach der OER-Strategie? Jetzt haben wir viele Antworten bekommen, wie OER-Policies ausschauen, welche Themen das sind, was es alles sein kann. Es können Roadmaps sein, es können internationale Agenten sein. Es ist auch begrifflich nicht ganz klar, was eigentlich was ist. Warum ist es so kompliziert? Tatsächlich habe ich natürlich auch ganz seriös versucht, herauszubekommen, wo die Forschung zu dem Thema steckt. Die gibt's nicht. Also es gibt, abgesehen von Javiera Atenas und Leo Havemann und wenigen Kollegen, die sich strategisch hier auseinandersetzen, nur sehr wenige Beiträge, beispielsweise auch von Viktoria Marin und Kollegen wie Olaf Zawacki-Richter, den Sie auch morgen hier auf dem Podium haben, die sich da versucht haben zu beschreiben, was sind die Unterschiede von diesen OER-Entwicklungen in den verschiedenen Ländern und woran liegt's? Und das, was woran es liegt, zum Beispiel lesen Sie auf der Folie hier, wir reden hier von unterschiedlichen Bildungsstrukturen, Zusammenhängen, Bildungsformen. Wir reden von unterschiedlichen Verständnis von OER. Das haben Sie sicherlich auch schon erlebt. In den USA ist OER nicht so eng verknüpft mit offenen Lizenzen, wie es im mitteleuropäischen Raum ist. Liegt einfach darin, da gibt es Fair Use, Prinzip, das wir nicht kennen. Damit ist Creative Commons für uns und etliche Bedingungen, Kombinationen von Creative Commons ganz essentiell, weil das uns wirklich die Möglichkeit macht, OER zu nutzen. Und in anderen Kontexten ist es gar nicht so ganz wichtig. Und ich bin ja auch Professorin in Indonesien. Ich kann Ihnen da auch sagen, die waren ganz überrascht, dass sich jemand ernsthaft damit auseinandersetzt, mit dem Bedürfnis, nicht einfach etwas übersetzen zu können auf Indonesisch. Also das ist ein ganz anderes Verständnis von, wie ich Ressourcen auch nutzen kann. Und gleichzeitig aber auch gerne die teuren Ressourcen aus Deutschland, vor allem zum Deutschlernen, nutzt. Die Finanzierung von Bildung ist ganz anders. Es ist ein Unterschied, ob der Staat zahlt, also wir alle, oder wir privat als Eltern. Und natürlich auch die urheberrechtlichen Regelungen. Wir können keine Urheberrechte abgeben in Deutschland. In der Schweiz kann man sie verkaufen. Also da die ganzen Unterschiede sorgen auch dafür, dass es Unterschiede gibt im Verständnis von OER, in der Umsetzung. Und das macht es auch so unglaublich schwierig zu vergleichen. Ich hätte noch ein Beispiel, wo wir es versucht haben, Deutschland, Österreich und die Schweiz zu vergleichen. Es ist tatsächlich elendig, hier tatsächlich zu versuchen, objektiv zu beschreiben, wo stehen wir eigentlich beim Thema OER, was bedeutet diese OER-Policy. Die Finnen haben eine ganz wunderbare OER-Policy, aber ich kann nicht gut vertreten, hier darüber zu sprechen, weil ich nicht weiß, welche Bedeutung sie tatsächlich für den finnischen Staat hat. Und zur Wirkung von Strategien können Sie bei mir im Weblog nachlesen. Es gibt Forschung dazu, wie Forschung Policies beeinflusst, also wie Klimaforschung beispielsweise Policies zum Thema Klimaforschung beeinflusst. Und es gibt aus dem pädagogischen Kontext sehr viele Untersuchungen, die sich Strategien anschauen, was denn so drin steht. Ich habe Ihnen so Beispiele vorgeführt. Wir haben einfach geschaut, steht Open Educational Resources drin. Und leider gibt es nichts Richtiges, was mir jetzt hilfreich heute vorgekommen wäre, zu präsentieren, wie wirken diese Policies, weil es natürlich auch auf viele andere Dinge drauf ankommt. Nicht nur das, was da drin steht, sondern auch, wer schreibt eine Policy und weitere Aspekte. Abschließend auch so im Sinne von der Keynote noch ein paar Impulse und da wieder zurückgreifend auf die Impulse, die Sie auch von der UNESCO Recommendation vielleicht kennen, auf die ich noch aufmerksam machen möchte. Okay, die Frage mit dem Geld und dass das Geldsackel und auch einen Einfluss hat, ist eben, glaube ich, bekannt. Nochmal der zum einen der Appell, ja, es ist nicht sexy, mit Policies zu agieren. Ja, ich war auch in diesen Workshops vom BMBF und auch in vielen anderen Policy-Workshops. Es ist total mühsam und es ist noch mühsamer, wie OER-Einführungen zu geben. Und eigentlich sprechen wir über was, was unglaublich viel Spaß macht, was uns weiterbringt, was für Innovationen gesorgt hat, zumindest in meiner täglichen Arbeit, für neuartige Kollaborationen, Erfahrungen. Und dieses Rädchen müssen wir auch drehen, zumindest wenn wir diese Ressourcen haben. Und nein, es ist nicht lustig. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn alle, die hier so da sind, die sich für dieses Thema hier schon interessieren, auch weitermachen, weil das ist unglaublich wichtig. Ich hoffe auch, die Geschichten, die Javiera heute vorgestellt hat, dass es weltweit überall passiert, ermuntert. Wir sind nicht alleine. Und ich hoffe auch, die Geschichte über Österreich, in Österreich, was da so passiert ist, hat aufgezeigt. Das ist halt ein Ping-Pong, das wir auch spielen müssen, das wir begleiten müssen. Und wir einfach so OER vor uns hinzumachen, führt uns nicht weiter. Eine Frage, das ist für ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Ja, es ist eine Basis, wir brauchen das, wir müssen drüber nachdenken. Aber neben der Geldaspekt, der auch in der UNESCO Recommendation angeführt wird als Notwendigkeit, natürlich braucht die OER-Bewegung auch entsprechende Fördermittel, ist der Aspekt, dass sie einfordern, dass man schaut, wo eigentlich sich die OER-Bewegung
hinbewegt, was eigentlich so passiert. Als Impuls auch, also auch so eine Bestandsaufnahme wie heute beim OER-Camp kann sowas darstellen. Wer ist eigentlich wo, was passiert? Ich fand es sehr anregend, schon zu hören, an welchen Hochschulen über OER-Policies nachgedacht wird, auch an Volkshochschulen, die Kollegen auch nicht vergessen. Es sind sicherlich auch Schulen, die über sowas Eigenständiges nachdenken. Und dann natürlich auch was gab total Wichtiges, laut OER-Recommendation, die Impact-Messung. Wir dürfen nicht vergessen, über all die Vorteile, die wir sonst immer nur vorneweg in Präambeln sehen, in Zielsetzungen sehen, auch nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch zu überlegen, ist es wirklich wahr? Und was davon ist wahr? Und wie gut können wir das belegen, dass es wirklich funktioniert? Es gibt diese Papers, es gibt vielerlei Veröffentlichungen zum Thema Kostenersparnis. Leider, das passt nicht so ganz in unseren Kontext, ist nicht unsere Denkweise im Bildungsbereich, aber auch im Bereich der sozialen Innovationen gibt es diese Paper und wir brauchen mehr. Und vielleicht auch der Hinweis, wer die OER-Policy in Deutschland kennt, weiß, was ich meine. Es geht, glaube ich, nicht um die Lernwirkung, sondern es geht um die Wirkung von OER auf das, was wir im Bildungskontext uns wünschen und erleben möchten. Und da müssen wir auch noch ein bisschen weiterarbeiten, weil das macht ja wiederum richtig viel Spaß, OER zu haben, Lernenden ein Angebot zu geben, dass sie OER, das spannend ist, neuartig, innovativ nutzen können, auch weiterverwenden können, adaptieren können. Und Jörn hat es zwar so ein bisschen dargestellt, als ob einiges da auch mit mir war, aber dieses mit mir möchte ich eben betonen, das ist eben eine Sache, die sehr viele machen. Wir werden ja immer mehr. Also wir waren eine ganz kleine, überschaubare Gruppe 2006, 2007, die internationalen Experten. Wir kannten uns tatsächlich persönlich. Es ist auch total toll, nach Cable Green dann hier einen Vortrag halten zu dürfen, ihn quasi noch näher zu sehen als sonst. Aber dieses Dankeschön gilt Ihnen allen. Das gilt allen, die die vielen OER-Camps schon begleitet, betreut, organisiert haben, mitgemacht haben. Ich möchte hier auch namentlich das Bündnis Freie Bildung als einen Treiber nennen. Natürlich auch jetzt meine Kolleginnen aus meinem Hintergrund und die vielen Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt hier stehen, wo wir stehen. Und natürlich die Grafiken sind auch irgendwo frei verfügbar. Ganz lieben Dank an Julian Kücklich, der die Präsentation hoffentlich ein bisschen hübscher gemacht hat. Dankeschön.